Ja, die Elektrotechnik kann man heute eigentlich nicht mehr einzeln betrachten, sondern man muss sie immer im Zusammenhang mit den anderen Energiearten sehen, wie zum Beispiel Wärme, Kälte. Weil heute wird sehr viel, wenn man unter energieeffizienten Gesichtspunkten und Geräten sieht, wird immer mehr aus Strom heraus Wärme und Kälte erzeugt. Das heißt, je mehr man dann auf die Stromschiene geht, je mehr hat man auch Auswirkungen auf die Stromseite. Das heißt, wenn man heute alleine die Elektrotechnik betrachtet, muss man zwingend die Wärme- und Kälteschiene mit betrachten. Wo heute eigentlich der Weg aus der Normung hingeht, das ist auf Systemgedanken. Und Systemgedanken haben wieder das eine Problem, dass man die ganzen Zusammenhänge kennen muss. Und solange man diese Zusammenhänge nicht kennt, kann man auch nicht normieren. Und zurzeit sieht man dabei, die ganzen Zusammenhänge zu begreifen und die Abhängigkeiten zu definieren, um entsprechend effiziente Systeme zu betrachten. Das heißt, für Normen, meiner Ansicht nach, sind wir noch nicht so weit, dass man darüber reden kann. Man sollte sich aber heute damit beschäftigen, wie man das in die Normen reinbekommt, weil irgendwann muss es mal normiert werden, weil der Markt wartet darauf. Was man sagen muss, diese Systeme, die ich gerade angesprochen habe, sind heute käuflich nicht als Produkte zu erwerben. Man ist heute im Forschungsstadium. Es gibt sehr viele Forschungsprojekte, die schon seit 2, 3 Jahren laufen und die auch bald abgeschlossen sind, entsprechende Ergebnisberichte vorliegen. Da gibt es natürlich sehr gute Ansätze. Zum Beispiel Aspern in Wien ist eins davon. Da werden zum Beispiel PV-Anlagen, Wärmepumpen, Wärmespeicher, Stromspeicher, der Verbrauch so weit optimiert, dass auf der Versorgungsebene, das heißt auf dem Netzanschlusspunkt des Energieversorgers, die Energiebedarfskurve so flach wie möglich aussieht, um das Netz zu entlasten.